Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfeffer TV hier am Pfefferweg 69. Heute machen wir einen schönen Schweinebauch. Was wir dafür brauchen und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, was brauchen wir dafür? Natürlich unseren Schweinebauch. Der liegt hier schon seit 4 Stunden auf Salz. Könnt ihr einmal gucken, das hat hier richtig schön die Feuchtigkeit gezogen, das Salz. Das ist ein kleines Stück jetzt. Wir sind auch heute nur zu zweit. Dann machen wir das mal ab. Kratzen wir so ein bisschen. Man sieht auch schon, dass es richtig fest geworden ist. So, dann rubben wir das Ganze ein bisschen. Da habe ich jetzt hier einfach Magic Dust von Just Spices. Das nehmen wir mal dafür. Das ist bestimmt ganz cool. Da kann natürlich jeder das nehmen, die Gewürzmischung, die er will, das ist ganz klar. So, ditchen wir das hier noch so schön auf. Dann mache ich das jetzt so, jetzt schneiden wir hier die Schwarte so ein bisschen ein. Geht immer am Anfang ein bisschen schwierig. Obwohl das Messer so scharf ist. Nicht zu tief natürlich. Nicht. Und am besten gleich so, dass man die gleich portioniert hat. Kann man nämlich nachher schön durch die Kruste hier genau durchschneiden, dann hat jeder immer so eine schöne Scheibe, fällt das nicht so auseinander. Sonst kann man auch ein Cuttermesser nehmen oder so, das geht natürlich auch. So, geschnitten haben wir den Bauch jetzt fertig, der geht schon richtig schön auf. Wer will, kann jetzt noch Salz zwischenmachen. Ich probiere es jetzt mal einfach ohne Salz, weil der halt schon 5 Stunden auf der Salzlage lag. Jetzt packen wir den so bei 160 bis 180 Grad indirekt auf den vorgeheizten Grill, peilen eine Kerntemperatur von roundabout 75 Grad an. Ich werde ihn aber ein bisschen früher runternehmen, weil wir den nämlich nachher noch in den Oberhitzegrill reintun wollen und gucken, dass die Kruste richtig aufknackt. Das ist schon ein paar Mal richtig schief gegangen, das habe ich schon bei YouTube gesehen. Ein paar Fail-Videos dazu, ich will es trotzdem mal ausprobieren, ob es irgendwie klappt. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ding drauf und sehen uns dann wieder, wenn er 75 Grad hat. Oder besser gesagt 73 Grad. Verkabeln das Ganze eben noch. So, Oberhitzegrill ist bereitgestellt. Ist jetzt kein besonderes Ding. Ehrlich gesagt hat er nur 49 Euro gekostet. Dafür ist er aber richtig cool. Gucken wir einmal in den Grill rein. Kleiner Zwischenstand, so sieht es mittlerweile aus. Fängt sogar hier schon ein bisschen an zu knuspern. Also das wird wahrscheinlich cool werden mit der Kruste. Hat sich jetzt so eingependelt bei 165 Grad ungefähr der Gasgrill. Jetzt piept hier Alarm. So. Man kann natürlich jetzt bei dem Schweinebauch, natürlich Porkbelly auch genannt, wenn man den auf dem Grill aufknuspern will, kann man den am besten nach oben legen aufs Ablageross und alle Brenner volle Pulle andrehen. Dann kriegt er mehr Oberhitze. Als kleinen Tipp würde ich dann hier unten, wenn er hat, irgendwie einen Pizzastein oder eine Plansche hinlegen, dass die Hitze eher so von der Seite kommt, weil sonst nicht verbrennt ihr euch vielleicht von unten. Nur so mal als kleiner Tipp. Falls das nicht klappt mit dem Aufknuspern, nehmt ihr euch am besten eine Sprühflasche mit ein bisschen Salzwasser drin, nicht zu salzig, ganz wichtig, und sprüht den zwischendurch mal einmal ein. Das bringt meistens auch noch richtig was. So sagt das meine Erfahrung auf jeden Fall. Wie gesagt, ich packe den gleich einmal hier rein. Ich weiß nicht, was passieren wird. Das sehen wir dann und dann sehen wir uns. Wenn das Ding 73 Grad hat, sehen wir uns. Ungefähr eine Stunde ist rum, ich glaube sogar eher so 50 Minuten. Wir haben eine Temperatur von 73 Grad jetzt im Fleisch. Das sieht schon wunderbar aus. Hier, der knuspert hier schon am Rand ein bisschen. Wir ziehen das Thermometer mal raus. Das geht auch schon relativ leicht. Stellen Sie einmal rüber, dann sieht man es wahrscheinlich auch noch viel schöner. So sieht er jetzt aus, ist wie gesagt keine große Portion, aber für 2 Leute sollte das dicke ausreichen. Hier sieht man auch, habe ich ein bisschen tief geschnitten, sollte eigentlich nicht passieren, ist jetzt aber leider so. Jetzt packen wir das gleich hier in den Oberhitzegrill rein und dann stellen wir fest, wird es ein Fail oder wird es kein Fail. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich gewechselt, dann könnt ihr das besser sehen. Jetzt packen wir den hier mal ganz unten rein, mal gucken, ob das von der Hitze schon reicht oder ob wir gleich noch ein bisschen höher gehen müssen. Ich weiß wirklich nicht, was passiert. Wir werden es gleich sehen. Guck
guckt euch das an, wie der aufknuspert. Es ist mega geil. Mega geil. Viel besser geht's nicht. So, das müssen wir schon einmal rausnehmen. Es wird schon schwarz. Wir drehen den mal noch einmal um. Warum das jetzt in der Mitte noch nicht knuspert, das weiß ich auch nicht so genau. Ich drehe hier an dem Oberhitzegrill mal die Temperatur noch ein bisschen runter, dass das nicht so schnell verbrennt. Ja, die verbrennt aber doch ziemlich schnell, das Ganze. Mach mal eben einmal kurz warten. Ja, mehr geht glaube ich nicht. So lassen wir es jetzt. Schade, dass hier die eine Stelle nicht richtig aufgepoppt ist, aber egal. Wir nehmen das Ganze jetzt aus. Habt ihr ja gerade schon gesehen, leider hier, das ist nicht so richtig angeknuspert. Und muss ich auch ehrlich sagen, das geht auf einem normalen Grill doch deutlich besser. Verbrennt nicht so schnell, jetzt schneiden wir das Ding mal an. Einmal hier schön in der Mitte durch. Gucken mal, ja, hier. Saft ohne Ende. Schneide ich mir noch so ein kleines Stück hier mal ab. Heiß ist er. Dann wollen wir natürlich auch mal probieren. Heiß ist es. Schmeckt aber super lecker. Also auch das Magic Dutz schmeckt richtig geil. Jetzt einmal die Kruste, was ja für mich das Wichtigste ist. Perfekt gelungen. Also für euch jetzt noch als Tipp, ich werde es nächstes Mal auch wieder machen. Ich werde mir das Ganze mit diesem Oberhitzegrill schenken. Ich werde ihn einfach dann im Grill auf den Ablagerost machen, die Brenner voll aufdrehen. Dann wird die Kruste noch ein bisschen gleichmäßiger, ploppt ein bisschen mehr auf. Dann würde ich sagen, das ist jetzt mein Abendessen. Ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge Pfeffer TV wiedersehen. Und würde sagen, bis dahin, ciao.